So, da bin ich mal wieder. Euer Peter aus Berlin. Seid gegrüßt. Erstmal Brille aufsetzen. Ja. So, jetzt sehe ich euch besser. Jo, ihr heute auf dem Flohmarkt gewesen. Ist ja Sonntag. Da haben wir wieder ein bisschen was gekauft. Eigentlich wollte ich ja noch zur Börse gehen. Die ist ja heute auch da in Marzahn. Aber ich habe jetzt schon Geld ausgeben auf dem Flohmarkt. Na, dann lasse ich die Börse sein. Ich glaube, die sind 14 Tagen ja schon wieder. 14 Tagen oder? Ja, ich glaube in 14 Tagen. Ja, was haben wir gekocht? Ich bin schon dabei, ein bisschen was zu basteln. Und zwar habe ich, es war nicht, das da gekauft. Nicht die Tasse und nicht die Tasse. Ich nehme mal ab hier. Abnehmen. So. Diesen Doppelstockzug. Der steht zwar nicht richtig auf dem Gleis. Ich bin gerade anfangen, hier mal die Achsen auszutauschen, weil Plaster. Der ist vorne sogar mit Führerstand. Mal Taste. Ja, da würde ich jetzt anfangen, Achsen einzubauen. Neu. Weil, wie gesagt, ja, noch die Plasterachsen drin. Kommen jetzt Metallachsen drin. Dann muss ich nur Licht einbauen, ist auch noch nicht drin. Ja, und dann können wir die mal aufs Gleis setzen, wenn ich dann die Achsen getauscht habe. Ich habe auch noch was gekauft. Berliner TT-Bahn. Sollen wir aufmachen? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Ein Waggon Set. Aber auch noch alles Plasterachsen, die natürlich ausgebaut werden. Oh, hier sind nur noch so eine ganz alte Kupplung da, ne? Gut, da kommen dann sowieso die Kurzkupplung dran. Aber später. Oh je, drei gedeckten Güterwagen, geschlossenen Güterwagen und zwei offene. Hier sind ja noch die Rungen dabei. Jetzt haben wir hier noch, was ist das? Ein Stück Holz. Ja, wie gesagt, da kommen dann überall Metallachsen drauf. Aber die muss ich erst bestellen, weil für den Doppelstock reichen sie noch. Aber für die Güterwagen mehr. Ja, da kommt das erstmal wieder in die Versenkung. Jo. Jo, mal nicht zu sehen. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Müssen wir die Musikgläser machen, sonst gibt es hier wieder Eier. Nicht mit den Mietern, sondern über YouTube. Drehen wir den Kumpel mal um hier. Ja. Da werden wir jetzt mal anfangen, neue Achsen draufzusetzen. Komische Beleuchtung hier.
Jo, mal sehen, ob Leute irgendwie hinkriegen. So rum, so und so. Was dann? Wenn wir den wollen, machen wir. Die habe ich schon mal rausgenommen. Und dann auch hier diese. Und die hier drin. Jo, da haben wir dann die Metallachsen. Wir kriegen das mal die gleich richtig rum aufsetzen hier. So, also nehmen wir hier mal so einen kleinen Bohrer. Ihr wisst ja, von was das ist. Damit machen wir die Patina hier ein bisschen ab. Wegen der Leitfähigkeit. So, was ist denn drin? Jo, das Ganze machen wir jetzt viermal. Das zeige ich euch aber nicht. So, ihr könnt mich wieder jetzt hier oben im Fenster sehen. Oben rechts. Ja, genau da. So, da zerlegen wir mal den Wagen. Erstmal Achsen raus. Dann die Kupplung ab. So, alle ganz alte Kupplung. So, da öffnen wir den Wagen jetzt an der Seite. Und eine Seite reicht, dann fällt der von alleine raus. Die Geländer kann man auch abmachen da. Geländer in Berlin. Geländer. Dann nehmen wir die Feder raus, die brauchen wir dann nicht mehr. So. Fangen wir mal an zu schnippeln. Natürlich nicht zum Finger hinschneiden. Kann böse enden. Aber andersrum jetzt nicht. Ja, ich hatte ja davor schon mal einen Wagen gemacht. Da sind ja zwei davon. Beim ersten hing das irgendwie leichter. Ich weiß nicht, ob das am Material da liegt, an dem Plaster. Vielleicht war das dünner. Mir konnte ganz schön würgen. Andere werden jetzt zumachen. Boah, um Gottes Willen. Aber funktionell und funktioniert. Schön aufpassen, dass er die Puffer da nicht mit wegrasiert. Weil notfalls kann man die wieder ankleben, aber muss ja nie sein. Jetzt habe ich das schon in doppelter Geschwindigkeit. Jo, erstmal eine andere Klinge nehmen, mal sehen, ob die besser geht.
Die Notaufnahme lässt grüßen. So, sie nur einpassen, muss sie nur bündig übereinstimmen mit der Pufferbohle. Dann habt ihr auch hier nur einen richtigen Abstand zum Wagen. Zum Waggon. Eine Störrichtalplaste. Ein kleines Stück wegnehmen, sonst hängt euch die Kupplungsaufhängung da hoch, dann hängt die schief drin. Ja, die Haare könnt ihr auch mal wieder abschneiden, die Fusseln. Und tschüss Klinge. Hat sich ja damit erledigt. Ein bisschen Kleber drauf, noch nicht so viel, nimmt euch sonst die Aufhängung sehr übel. Ja, irgendwie hat hier die Schafe nicht hingehauen. Keine Ahnung, Pfeffer und Salz vergessen. So, ich hänge zuerst immer diese Kupplungsaufhängung drin. Das macht sich leichter, als wenn ihr die schon am Wagen angeklebt habt. Ja, ein bisschen Klebstoff noch. Ja, der kann jetzt erstmal ein bisschen kleben, in Ruhe. So, der Nippel, der muss raus. So, Messer haben wir ja auch genug da. Also, ein neues. Ja, ein schöner Aufwand da, diesen Nippel rauszukriegen da. Das ist von der Gussform dieser Halterung.
einen Schluck Kaffee trinken. Prost. So, hier nehme ich so eine Reste von Alichschläste. Guck meine Frau. Hast du noch Kaffee? Vielleicht nicht mehr. Kannst ruhig was sagen. Nee, ich will ja nicht sagen. Ich kann gleich nicht sagen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ey, was ist denn los hier? So, löten wir den Widerstand an. Aber einer muss auf jeden Fall drin. Jetzt macht's Zürich. Die ganze wird dann mit beidseitigem Klebeband befestigt. Jetzt so unmittelbar neben der Kupplungsaufhängung rechts und links jeweils ein kleines Loch bohren, so dass der Kabel dadurch passt von den stromführenden Magnetkupplungen. Aufgespießt. So, da haben wir halt Pärchen. Einer rechts, einer links. Einklicken und dann die Kabel durchfädeln. Und dann mal ein bisschen Luft umlassen bei den Kabeln, damit in der Kurve ein bisschen Spielraum drin ist. Irgendwie tut mir mir nicht mehr weh. Ja, da hatte der Kleberbund noch nicht so richtig gehalten. War mal wieder mal zu eilig, zu schnell. So, ich habe gerade Licht eingeschalten, das war nämlich nicht an. Darum war eben der Blitz da. So, die Fenster nochmal ein bisschen anpinnen, weil die sind lose da drin. Ne? Nur ein bisschen an Tropfen reicht.
So, hier verbinden wir jetzt die Kurzkupplung. Mir juckt es. Sagen wir, die Fusseln müssen ab. Die Kurzkupplung mit der LED, also mit dem LED-Streifen. Danke. Was denn da? Was aufnehmen? Wollen wir sprechen? Ja, na und? Mal schön aufpassen, dass er da die Plastik nicht wegschmelzen tut. Sonst ist mal das Gehäuse vom Waggon hinüber. Man kann natürlich den LED-Streifen erst anlöten und dann einkleben. Für Leute, die keine ruhige Hand haben, wäre das besser. Na, hier habe ich Schnee vergessen. Genau. Ich muss jetzt hier noch wieder passen. Kabel verstecken. So, zudrücken. Das knackt dann immer noch, dann ist er zu. Da guckt noch ein Kabel raus. So, und damit wäre die Geschichte erledigt. Wie gesagt, den anderen hatte ich ja schon fertig. Na, noch nicht richtig zu. Jetzt. Jetzt sind noch da die Nasen abknipsen. Und wenn sie dabei den Kabeln mit durchzwicken. Dann ist nämlich die Arbeit umsonst gewesen. Ah, seht ihr, die Stufen noch einbauen. Jetzt haben wir ihn fertig. Außer dass die Kupplung wieder abgegangen ist. Oder? Ach doch. Jetzt Sekundenkleber. Aber nicht so viel, sonst könnt ihr die Kupplung wegschmeißen. So, so sieht es denn aus. Funktioniert allerdings nur, wenn ihr eine Lok habt mit stromführender Kupplung. Genau, schön dicht zusammen, die waren fast perfekt.
Aber das Blöde, ich wollte da nur Passagiere hinsetzen, aber naja, das ist nicht so. Dann lassen wir ihn mal fahren. Mit Vorwiderstand. Das sind LEDs für die Kürbisbeleuchtung. Also eine davon ist drin. Funktioniert gut. So, das war dann für heute wieder gewesen. Mal ganz kurz. Eigentlich wollte ich ja den Doppelstockzug da fertig machen. Aber das dauert mir etwas zu lange. Muss ich mit Zeit lassen. Darum habe ich schnell die beiden kleinen Personenwagen bevorzugt. Gut, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis später, euer Peter. Schönen Abend.